ein demokratisches und friedliches Europa, wir sind vorhin daran erinnert worden, ist keine Selbstverständlichkeit. Das machen wir uns in diesem Jahr zum Beispiel dadurch bewusst, dass wir daran denken, dass vor 100 Jahren in Europa der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Und auch der Blick in das ganze vergangene Jahrhundert zeigt uns die Wechselfälle der Geschichte, den Hass, das Blutvergießen und all das zerstörerische Wirken von Menschen und menschlichen Zusammenschlüssen, die unser Europa verwüstet haben.